Yo, Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit, hallo und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Was gibt's heute? Ups. Einmal grüße ich den Moritz, der hat einen ganz netten Text für mich geschrieben bei Instagram. Ich grüße dich, Ehrenmann. Und dann hat mich jemand gefragt, warum trage ich eine Bauchtasche in der Wohnung? Und danke auch, dass die letzten zwei Videos so gut angekommen sind. Yeah! Und zwar, eigentlich trage ich keine zu Hause. Ne? Ich kann ja mal abmachen. Ich trage eigentlich keine Bauchtasche so zu Hause. Aber oft, ich bin jetzt gerade auch aus der Schule gekommen und gestern auch. Und deswegen, ja. So, wir haben es jetzt zum Beispiel, jetzt gerade haben wir es 14.57 Uhr. Und einige fragen sich jetzt, warum dieser Zopf? Warum? Ich finde, der sieht cool aus. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich denke mal, viele finden es lächerlich, viele auch cool. Ich weiß nicht, mir ist das relativ egal, wie ihr das gerade findet, denn ich finde es cool. Und die Kette meinten viele, dass sie das triggert, also aufregt, ärgert, wie auch immer. Ich finde sie cool. Ich finde auch, dass der Style zu mir passt, so irgendwie. Finde ich. Also ich finde, dass es cool an mir aussieht und das ist meine Meinung so. Ich trage die auch nicht immer und aber manchmal halt, ne? Ja. Den Zopf finde ich auch ganz cool. Ich weiß nicht, viele sind ja der Meinung, Zöpfe sind nur was für Mädchen. Warum? Ich finde es auch bei Jungs cool. So. Ich weiß nicht. Jeder hat einen anderen Geschmack. Ich werde es auch nicht immer jetzt so tragen, aber jetzt gerade halt schon. Und irgendwie finde ich, passt es auch so ein bisschen dazu. Denn wir sind heute bunt. Und zwar gibt es heute den von der Bio-Kompanie einmal ein roter Smoothie mit Granatapfelgeschmack im Test. Und auch nochmal von der Bio-Kompanie. Dafür werde ich nicht bezahlt. Das ist keine Werbung. Gelber Smoothie. Mit Sanddornmark. Ja. Ich bin gespannt. Wenn es mir nicht schmeckt, werde ich das auch so sagen. Das hat mir meine Oma geschenkt. Als sie letztens zu Besuch war, hat sie mir das mitgebracht. Korrekt, auf jeden Fall nett. Und Bett habe ich auch nochmal extra gemacht. Ja. So. Bin ich mal gespannt. Weil ich kaufe eigentlich nicht so wirklich in Bioläden so oft ein, so, aber mal schauen. Vielleicht entdecke ich eine neue Liebe. Oh, es klackt schon so. Fangen wir mal an mit dem Gelben. Riecht gut. Mit dem Gelben. So, was steht hier nochmal? Zubereitung aus Früchten, Möhrensaft. Fruchtgehalt 85%. Das ist krass. Das ist viel auf jeden Fall. 85%. Respekt. Mal gucken, ob es jetzt so schön fokussiert hier. Fokussiert, ja. Guck mal, ich bin jetzt so unscharf da hinten. Okay. Ich probiere mal. Bisschen säuerlich. Ich habe auch nochmal gut durchgeschüttelt davor. Also von... ich probiere den ersten. Den anderen. Oh, klack. Dann macht es eigentlich, wenn man das nochmal zumacht, macht es ja nicht nochmal klack. Klack. Okay. Der riecht fruchtiger irgendwie, also anders, so süßer, so herrlicher irgendwie. Auch ein bisschen auf der Zunge säuerlich. Oh, Zubereitung aus Früchten, Fruchtgehalt, lest selber ihr Lieben. 100%, das ist viel, das ist auf jeden Fall viel. Das sind voll lecker, also... Ich weiß halt nicht, was sie gekostet haben, aber ich denke mal, so 1-2 Euro bestimmt pro Ding. Ich weiß es aber nicht. Aber auch mal chillig, auch mal was anderes, so, ne? Finde ich. Und der ist halt eher so ein bisschen süßlicher, ist halt auch Granatapfel. Und der ist halt so ein bisschen säuerlicher, so Sanddornmark-mäßig. Ich finde beide lecker eigentlich. Ich finde Smoothies auch ganz cool. Ich könnte ja mal ein Video machen, wo ich selber Smoothies mache. Wenn ihr Bock habt. So, und
Ja, also ich finde es eigentlich mal eine coole so Alternative, kann man auch gut mal so mit in die Schule nehmen eigentlich. Was halt blöd ist, Glas, so, keine Ahnung, ist zwar umweltfreundlich natürlich, aber so, wenn sowas runterfällt, kann auch gefährlich sein, so, ne? Aber an sich finde ich die beide ganz lecker. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir die nochmal kaufen würde, aber jetzt auch nicht so unbedingt so, ne? 250 Milliliter ist dort auch in jeder Flasche drinne. Und also zusammen 500 Milliliter. Ja, also finde ich ganz cool so, auch wenn man beide vielleicht hat. Ist auch vegan. Also, trinkt ihr eigentlich gern Smoothies? Ich ab und zu mal ganz gerne so. Aber auch nicht so oft eigentlich. Der ist aber schon ganz dickflüssig so, ne? Lecker. Okay. Dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich. Lasst gerne ein Like da und ein Abo und teilt das Video gerne mit euren Freunden. Schreibt gerne was in die Kommentare und crazy, yeah. Ich weiß nicht, ich finde das wirklich eigentlich cool. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Jetzt müsste es an den Seiten eigentlich nur noch ein bisschen kürzer so. Und dann... Das wäre eigentlich auch ein cooles Video, oder? Das so zu filmen, so wie mir so die Seiten ein bisschen kürzer. Seiten auf null, nein, geschnitten werden. Na, mal gucken, Leute. Mal gucken, was wir machen. Oh, ich habe einen Bart. Peinlich. Gut, das war's auch schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Ach so, ja. Tschüss. Scoop. Bum, ba-da-bum-bum.